Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und möchte mit diesem Video versuchen, die derzeit massiv angespannte Situation in den normalen Sprechstunden, vor allem aber auch in den Notinsprechstunden zu entlasten. Gleichzeitig möchte ich aber auch so vielen Eltern und Kindern wie möglich einen unnötigen und langen Aufenthalt in überfüllten Wartezimmern ersparen helfen. Auf die Frage an mich, wie viele Besuche in der Infektsprechstunde eigentlich nicht wirklich nötig sind, muss ich ehrlicherweise antworten, weit, weit mehr als die Hälfte. Die Gründe dafür sind schnell erklärt. Unsicherheit und Angst der Eltern. Erfahrung und Wissen sind die Gegenmittel. Und genau das soll dieses Video und überhaupt mein ganzer Kanal vermitteln. Also, wann muss ein Kind zum Arzt? Dann, wenn es wirklich krank, das heißt in einer Weise beeinträchtigt ist, dass es eine ärztliche Untersuchung zur Klärung der Ursache und Einleitung der Therapie braucht. Das wichtigste Beispiel dazu: Husten. Husten ist nämlich der häufigste Grund für die unnötige Vorstellung in der Sprechstunde. Die häufigste Bitte lautet: Ich möchte mein Kind abhören lassen. Der Husten ist aber lediglich ein Symptom und noch lange keine Krankheit. Wenn also ein Kind hustet, aber nicht wirklich beeinträchtigt ist, ist es nicht so krank, dass es zum Arzt muss. Husten ist in der Regel die Folge eines einfachen Schnupfen- oder Erkältungsinfektes der oberen Luftwege, vor allem bei Kleinkindern. Der Grund für den Husten ist also meist völlig harmlos und wird von Viren ausgelöst, gegen die es eh keine Medizin gibt. Er kann aber heftig sein und 2 Wochen andauern. Und deshalb braucht man eigentlich, solange ein Kind in dieser Zeit nicht richtig beeinträchtigt wirkt, einfach nur Geduld. Natürlich kann der Husten auch von einer Bronchitis oder einer Lungenentzündung herkommen. Das kommt allerdings in der Realität viel seltener vor, als von den Eltern befürchtet. Dann aber ist das Kind auch beeinträchtigt. Es bekommt zum Beispiel schlecht Luft, hat meist anhaltendes Fieber, spielt nicht mehr, trinkt sehr schlecht oder gar nicht. Und dann muss es auch dem Arzt vorgestellt werden. Genauso wie der Husten bei einer Erkältung etwas ganz Normales ist, ist auch das Fieber dabei etwas ganz Normales. Auch dann muss ein Kind nicht sofort zu einem Arzt, wenn es dabei nicht beeinträchtigt ist und noch ordentlich trinkt. Genauso verhält es sich auch bei Durchfall. Auf meinem Videokanal können Sie zu den Themen Husten, Hustenmittel sowie Fieber und dessen Umgang und Behandlung und auch über Durchfall mehrere Videos finden. Ich empfehle Ihnen dringend, sie sich anzuschauen. Mit diesen Videos bekommen Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um mit diesen Symptomen zunächst auch ohne einen Arztbesuch klarzukommen. Ich hoffe, Sie verstehen meine Absicht mit diesem Video. Wir haben es jetzt im Dezember 2022 mit einer Situation zu tun, in der unser Gesundheitssystem an seiner Belastungsgrenze angekommen ist. Es braucht jetzt einfach die Mitarbeit und das Mitdenken von allen, die das Gesundheitssystem beanspruchen, in dem Sinne, dass unnötige Arztbesuche möglichst vermieden werden. Verschnupfte und hustende Kinder, die zwar durchaus auch Fieber und das auch über mehrere Tage haben können, dabei aber nicht wirklich beeinträchtigt sind, müssen nicht zwangsläufig zum Arzt. Zumindest nicht in den ersten 4 Tagen, solange sie dabei, wie gesagt, nicht beeinträchtigt sind. Die meisten Erkältungsinfekte haben ihren Höhepunkt nach 4 Tagen überschritten und dann wird es meist quasi von alleine wieder besser. Und sie sind nach 10 bis 14 Tagen auch wieder vorbei. In Zweifelsfällen reicht auch oft nur ein Anruf und Gespräch mit der medizinischen Fachangestellten an der Rezeption oder gegebenenfalls auch mal ein Rückruf von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin. Jedenfalls wünsche ich mir, dass dieses Video sein Ziel, die Anzahl der überflüssigen Arztbesuche zu reduzieren, erreichen möge.